Und seid ihr im nächsten Abschnitt in der Wüste, beziehungsweise sind auch im Südgeil. Ihr seid befleckt. Der Fleck wird niemals verblassen. Die Sonne wird niemals wieder für euch scheinen. Befleckt. Ja, ein beflecktes kleines Spielzeug. Okay, die Fledermäuse konnte ich nicht töten, weshalb auch immer. Walter, wenn du kommen würdest, wären wir schon lange, lange weiter. Fifi, Hund? Hier ist doch ein Grabungsort. Willst du nicht? Walter? Walter? Es geht hier lang. Walter? Oh, der braucht einen AOK-Shopper. Noch mehr Viecher! Komm schon, Walter. Ganz ruhig bleiben. Ja, ich habe den Ausgang doch schon gefunden, verdammt. Wegen noch mehr Viecher? Muss ich jetzt echt schon wieder zurückgekommen sein? Walter, du bist ein emotionaler Hampelmann. Das hätten wir uns schenken können. Walter, wo kein Schnee liegt, kannst du laufen. Dieses verdammte Buch und seine Verfasser. Schweine, warum stand nicht drin, was uns erwartet? Ja, und warum liest man aus fremden Büchern einfach irgendeinen Scheiß vor, den man vorher nicht versteht? Wir sollen etwas anfangen können. Es hört nicht auf. Es hört erst auf, wenn wir erledigt sind. Ja, Walter, aber nun komm, bitte. Zack, zack. Du bist einfach viel zu langsam. Wie willst du einen Krieg gewinnen, du toller Soldat, du Held anderer Leute schlafloser Nächte? Weil du die Leute kirre machst. Walter! Hier muss ein Ausgang in der Nähe sein. Da ist ein Lufthauch. Spürt ihr das? Ja, aber auch wenn ich dir vor die Nase furze, ist da auch ein Lufthauch. Spürst du den dann auch? Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist wieder das Geräusch. Ja, da ist wieder das Geräusch. Entschuldigung. Das nächste Mal mache ich es leiser. Nein, nicht das Licht! Nicht das Licht! Ja, doch, genau das Licht. Genau das. Na los, funktionier schon! Verdammt! Diese Dinger sind überall! Na los doch! Mist. Nein, 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 nein. Nein, nein, wir müssen hier raus. Hört ihr, wir müssen sofort hier raus. Solange wir Feuer haben. Wir kommen. Es ist hier. Wir verschlingen euer Königreich. Es gibt keine Verhandlungen. Es gibt nur die Dunkelheit. Lass uns gehen! Die Kinder wollen es. Sie sind überall. Wer schafft es? Achtung!
Ja, da kommen noch mehr. Sollst du doch alle kommen, ist doch gut, Walter. Bleib doch mal locker. Mein kleiner ängstlicher Freund. Warum strengt ihr euch so an? Guck doch mal an, was uns das am Siegel bringt. Du kleiner Schisser. Genau, schmeiß das letzte Stück Licht weg, was du hast. Du bist der Held, Walter. Du bist ja sowas von gut. Er ist hinüber. Der Drecksack ist tot. Und wir müssen jetzt hier raus. Ja, und wir wären schon lange raus, wenn du nicht schon wieder so langsam laufen würdest und alle blockierst. Verzeiht. Nein. Ich habe da drinnen die Nerven verloren. Ja. Ich habe dunkle Höhlen nie gemocht, aber das... Als ob mein schlimmster Albtraum wahr geworden wäre. Ja, aber meiner ist wahr geworden. Mit dir zusammen an einer Seite zu stehen. Und es ist alles okay. So, nun runter hier mit uns. Führt nach unten. Toll. So, Walter, spring. Ja, es ist nicht tief. Okay, ich komme jetzt. 3, 2, 1. Walter! Ihr lasst ihn sterben. So, endlich nicht mehr blockiert werden. Juhu! Oder nicht? Ihr wünscht ihm Schmerz. Ihr wünscht ihm Folter. Verdammtes Unbedingt. So, haben wir noch einen? Kommt noch einer? Nein, kommt nicht. Okay, dann geht's weiter. Das kriegen wir doch jetzt auch noch hin. Walter gleich noch befreien, den alten Sack. Der Faule. Und hier machen wir noch mal ein bisschen Party. So, kommt auch wer? Will noch einer? Es geht in die nächste Runde. Und auf geht das. Alle schön rankommen hier und es geht weiter. Ja, Walter, du kleiner Stinker. Der ist der Keif, der aus deinem Hintern gekrochen kommt. So, dann machen wir hier auch noch mal ein bisschen Remi-Demi. Ja, hast du. Hast du, bist der Allerbeste. Das ist die Zukunft, die euch erwartet. All die Menschen, die ihr rettet, die ihr kontrolliert. Yeah.
Ja, komm, reißt mich in Stücke. Steh ich voll drauf. Finde ich schon geil. Kommt mal ruhig alle her hier. Ich stehe da voll drauf. Ich finde das total geil. Alle der Reihe nach. Kommt mal ruhig her. Da wagen wir noch einen Tänzchen. Komm, einen kriegen wir noch, oder? Oh, das war's schon. Ja, schade. Ich kann noch. Ich kann noch. Komm, du auch. Komm her. Schön nah dran kommen und zack, die Wupp. Fangen wir noch eine Runde. Machst du auch noch eine Runde mit? Ja, du machst auch noch eine Runde mit. So, eigentlich müssen wir jetzt gleich wieder einer kommen, oder? Ja, dann schleppt die Kinder doch hier mal dran, dass wir hier mal richtig loslegen können. Ja, die Augen sind verloschen. Knurr. Ja, ich nähre dich. Ich weiß. Komm. Was ist mit diesem Stück Fleisch? Und Dunkelheit seine Seele verließ. Spürt die Umklammerung der Kirche. Ja, ich spüre die Umklammerung. Ja, und wie ich die spüre. Ich bin total zerbrechlich, genau. Ja, genau, ich zerfalle so leicht. Der dunkle Wächter kommt und beschützt uns. Ja, das macht er. Wenn ich könnte, würde ich dem auch einen Analhusten in die Nase drücken. Na, Wächterlein, nun komm doch her. Ja, ich merke schon, das beeindruckt dich nicht ganz so, wie ich das gedacht habe. Ja, solange du in Deckung gehst, kannst du ja nicht angreifen, ne? Und bis dahin habe ich nachgeladen. Das ist ein gutes Timing von dir. Finde ich voll toll. Das Land gehört uns. Dunkelheit umgibt die ganze Welt. Ich sehe ja, nichts. Nicht wirklich. Ich bin geblendet. Nein, du simulierst, Walter. Alles gut. Du simulierst nur. Wir müssen raus. Komm, ab ans Patschähnchen. Du kleiner Simulant. Ja, komm. Nein, ist er nicht. Nein, ich höre das nicht, Walter. Das redest du mir einfach nur ein. Ich höre das nicht. Du bist bekloppt, Walter. Sieh das einfach ein. Du bist nicht ganz dicht. Ja, ich weiß. Bring mich ins Licht. Das würdest du gar nicht merken, weil du es ja nicht sehen kannst. Walter, mein Held. Mel, hi, grüß dich. Sind wir draußen? Entkommen.
Ja, wir sind sicher. Was seht ihr? Danke, das ist ja mal voll nett. Cool. Ich habe dich im letzten Stream übrigens hier verpasst. Ich war erst wieder beim Ende da. Voll schade. Passiert mir in letzter Zeit häufig bei dir. Ich kann die Hitze und den Sand spüren, aber dieses Ding hat irgendwie alles Licht aus meinem Inneren geraubt. Ich kann immer noch nichts sehen. Lasst mich nicht los! Vorsicht. Vor euch sind Stufen. Gut. Alles klar. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, wie weit ich es schaffe. Seht ihr keine Spuren von Zivilisation? Da ist etwas in der Ferne. Sieht aus wie eine riesige Statue. Wie weit? Ein paar Stunden von hier entfernt. Halt, ich schaff das nicht. Doch. Ihr schafft es. Kommt! Ich bin zu schwach. Lasst mich hier. Hört zu. Ich kann nicht sehen. Ich kann kaum stehen. Ich halte euch nur auf und das wäre euer Tod. Ja, ich ihr weiß, darum lasse ich dich hier auch da, du alter Sack. So. Und na gut. Zack. Aber ich hole euch später ab. Versprochen. Ich hole Hilfe. Gut. Ihr werdet zurechtkommen und mich stolz machen. Geht jetzt. So, dann wollen wir doch mal weiter gucken. Und wir springen runter und mal gleich in die nächste Stadt. Fable ist total geil. Ja, auf jeden Fall. Ich war erst überlegen, ob ich den zweiten Teil wieder anfange. Hab dann aber doch beschlossen, ich bleib beim dritten Teil. Ich habe gestern die Story, zumindest die Hauptstory, gut abgeschlossen. Bin jetzt dabei, ihn böse abzuschließen. Ja, und dann mal gucken. Die nächsten Tage wahrscheinlich da mal Nebenquesten, die Zwerge und so weiter dann auch nochmal zu machen. Er ruft nach euch, während die Kinder sein Herz zum Himmel empfohlen. Nein, halt! Wer hört uns? Wir vernichten alles Licht, jeden letzten Atemzug aus jeder. Ich schaffe das jetzt nicht! Ihr versucht zu fliehen, aber ihr seid aus Sand. Ihr rieselt langsam durch unsere Finger. Ich muss herausfinden, wie weit ihr seid. Kämpft!